Michel Raimond von den Grünen. Sehr interessante Begründung vom Kollegen Kasecker. Worum geht es in diesem Beschluss? Wir haben hier zwei Themen. Das eine ist Katastrophenhilfe in Österreich. Da geht ein großer zusätzlicher neuer Betrag an österreichische Feuerwehren, an Feuerwehrmänner und Frauen, die draußen an der Front bei Naturkatastrophen tätig sind. Die bekommen jetzt eine Garantieerklärung, Erhöhung im Jahr von knapp unter 100 auf 140 Millionen Euro, Erhöhung um 50 Millionen. Ich glaube, jeder Feuerwehrmann in Österreich, weil da Feuerwehrmänner sitzen, wird sich darüber freuen, dass wir das kriegen. Wir machen das, was Vernünftiges. Ich habe interessant gefunden, dass Ihr Kollege Linder vorher sagt, ja, da war ein Unwetter vor einigen Jahren, da gab es eine große Naturkatastrophe. Dort hat es 1946 auch schon eine Katastrophe gegeben, aber da waren dort noch keine Häuser. Fällt Ihnen nichts auf dabei? Die Naturkatastrophen, die jetzt eintreten, sind jetzt dort, weil dort Häuser stehen. Deswegen haben wir ein Problem, deswegen müssen wir Keller auspumpen, weil wir die letzten 80 Jahre Infrastruktur gebaut haben. Das ist es. Und Sie sind nicht bereit, die Rettung der österreichischen Infrastruktur zu finanzieren und checken nicht, was da eigentlich passiert bei diesen Naturkatastrophen, jetzt, wo wir aufgebaut sind. Wir müssen, um das klar zu machen, ich möchte mich beim Koalitionspartner auch bedanken, dass wir hier solche Investitionen machen. Und auch euch würde ich bitten, über das ein bisschen nachzudenken. Jeder Fluss, den wir begradigen, jeder Acker, den wir asphaltieren, jeder Hang, den wir die Substanz wegnehmen, jeder Wald, den wir nicht mehr zum Urwald machen lassen, trägt doch zu Überschwemmungen bei. Renaturierung ist nicht nur Teufelszeug. Schauen wir, dass wir die Natur da wieder im Griff kriegen und machen wir was Vernünftiges gemeinsam, das ist ein guter erster Beschluss als solches. Aber was ich noch sagen wollte, Kollege Kasecker, Sie führen da schon wieder bewusste österreichischen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in die Irre. Sie sagen als Freiheitliche, Sie stimmen gegen dieses Gesetz, weil das ganze Geld ins Ausland geht. Das stimmt schlicht und einfach nicht. Die österreichischen Feuerwehren bekommen mit diesen Beschlüssen 150 Millionen Euro im Jahr. Der Großteil der Auslandshilfe, ja, aber Sie stimmen ja gegen beide und hängen das zusammen hier in der Rede. Da ist Kontra eingetragen in der Rednerliste, dann haben Sie das falsch angegeben. Da kann ich nichts für Ihre falsche Angabe. Gut, dann stellen Sie das richtig, weil es ist falsch angegeben. Dann sagen Sie trotzdem, das geht an ausländische Stellen. Möchte ich richtigstellen, davon sind rund 90% dieser Gelder gehen für den Wiederaufbau der Ukraine. Ihr Freund Wladimir Putin ist dort einmarschiert, der Wiederaufbau ist dort zu machen, halten Sie Ihre russischen Freunde zurück und es kostet den österreichischen Steuerzahler keinen Cent. Michel Raimond von den Grünen war das. Ja, mehr Geld für Feuerwehren und mehr Geld für internationale Entwicklungsbanken. Eine breite Themenpalette in dieser Debatte.